wenn man das abgelaufene Jahr Revue passieren lässt, wenn man den heutigen Sicherheitsempfang sich vor Augen führt, dann kann man wirklich mit Genugtuung sagen, wir sind bestens vorbereitet auf jedes Event. Weil wir eine großartige Polizei, ein hervorragendes österreichisches Bundesheer und aber wirklich exzellente Blaulichtorganisationen in unserem Land Tirol haben. Und alle gemeinsam tragen dazu bei, dass wir ein sicheres Land sind. Wir hier in Tirol haben das große Glück, zum einen an einem ganz besonderen Platz leben zu dürfen, im Herzen Europas, im Herzen der Alpen, und damit auch umgeben zu sein von sicheren Nachbarländern. Aber wir können uns auch sehr gut verlassen auf die institutionellen und auch die freiwilligen Männer und Frauen im Einsatz für unsere Sicherheit. Tirol ist sehr sicher. Tirol ist wohl eines der sichersten Länder der Welt. Das ist nicht nur ein subjektives Empfinden, sondern das sagen auch internationale Studien über Tirol und Österreich aus. Weil es so viele Ortsstellen gibt. Weil wir in den hintersten Gebieten ganz weit, wo die Straßen oft schon abgesperrt sind, haben wir genügend Menschen, die dort autonom das Rettungswesen machen können. Ich glaube, dass die Feuerwehren von Tirol freiwillig und auch die Brussaw Innsbruck ein beachtlicher Teil ist für die Sicherheit, die gewährleistet, dass man wirklich diese Arbeit leisten kann, die einfach benötigt wird. Und darum denke ich schon, dass der Feuerwehrbereich einen Beitrag für die Sicherheit leistet. Ich glaube, dass Tirol vor allem deswegen ein sicheres Land ist, weil jeder und jede Organisation die Verantwortung wahrnimmt, sie nicht scheut, sondern in die Verantwortung hineingeht und aus diesem Verantwortungsgefühl heraus auch eine ganz tolle Kooperation erwächst und wir durch die Kooperation mit all den verschiedenen Fachleuten und Zuständigkeiten der Organisationen die jeweilige Herausforderung bewältigen können.